Hallo und herzlich willkommen zu diesem Skyrim Special Edition Review. Grundsätzlich ist es ja ein Remake und ich werde euch hier jetzt mal erläutern, ob es überhaupt Sinn macht, ob ihr euch das Spiel überhaupt holen solltet. Ja, fangen wir zuerst mal mit den Preisen an. Die Preise für Xbox One und PS4 beziehen sich bei Amazon auf 38 Euro und für den PC natürlich auch bei Amazon für 33 Euro. Die wesentlichen Änderungen sind eigentlich die Grafik, die Stabilität wurde ein bisschen verbessert und im Hauptmenü kann man jetzt direkt die heruntergeladenen Inhalte ansehen, also das seht ihr jetzt hier. Und es gibt natürlich auch noch das Modfenster, dass man sich anmelden kann wie bei Bethesda und die Mods viel leichter zu installieren sind. So, kommen wir zu der Hauptänderung, das ist die Grafik, wie ihr hier seht, links neu, rechts alt. Manchmal muss ich sagen, finde ich die alte Grafik teilweise schöner. Die neue ist einfach dezent, ein bisschen heller. Aber die Details sind, manche zum Beispiel von den Charakteren, sind leicht verschwommen. Also wie man jetzt sieht, die Haare sind jetzt leicht, verzogen einfach. Und auch das Stroh hinten beim Gebäude. Ob es jetzt schöner ist oder nicht, weiß ich nicht, der Shader ist auf jeden Fall besser. Aber man muss auch grundsätzlich sagen, dass wenn man das Spiel gemoddet hat, dann ist die Grafik wahrscheinlich vergleichbar jetzt hier neu, okay. Kann man den Shader sicher auch mit einem Mod, also vor allem für PC, so einen Glanz hinbekommen. Und hier seht ihr jetzt die Anfangsszene vom, ja, im Köpfen, wo der Drache kommt. Und eigentlich sollten ja die Feindetails, also auch solche Sachen, verbessert werden, obwohl ich jetzt da nicht einen großen Unterschied raussehe von den feineren Bewegungsdetails. Hier seht ihr jetzt noch einen Flug durch Flusswald, so wie mir das ist. Wie man sehen kann, die Feindetails an den Pfosten und Bäumen sind wirklich detaillierter und schöner. Halt einfach die Feindetails, also die Feindbewegungsdetails, wie man zum Beispiel beim Drachen gesehen hat, sind von mir aus nicht wirklich verbessert worden, was angeblich verbessert sein sollte. Allerdings bei den Gräsern und Bäumen sieht man wirklich den Unterschied, wie man jetzt auch hier erkennen kann. So, kommen jetzt zum Schluss noch zum Fazit. Skyrim ist und bleibt ein geniales Spiel, aber wer einige hundert Stunden mit Skyrim verbracht hat, wird wahrscheinlich eher enttäuscht sein, denn es gibt keine Haupt- oder Nebenmissionen, die hinzugefügt wurden. Es bezieht sich rein wirklich auf die Stabilität, also die Performance und die Grafik. Natürlich das Modfenster, was aber für die PC-Spieler nicht unbedingt neu ist, also kann man ja auch so installieren, die Mods. Das ist wirklich rein eigentlich, denke ich, der Hauptgrund für die Konsolen, damit die auch wieder eine schöne Grafik haben und auf den aktuellen Konsolen natürlich läuft und grundsätzlich, dass sie die Mods jetzt auch installieren können. Skyrim Special Edition kriegt von mir für den PC keine Kaufempfehlung, denn wenn er alle DLCs hat, bekommt es sowieso gratis. Wenn man sich das Skyrim für den PC neu holt, ganz klar kann man sagen, ja, warum nicht, dann kann man das so kaufen, wenn man es noch nicht hatte, und für die Konsole bedingt, denn wer Skyrim auch schon hat, ist die Frage, ob man es nochmal die Hauptstory will, also ganz klar, wenn man es für die neue Konsole möchte und nochmal das Skyrim-Feeling erleben möchte, dann ganz klar, kauft euch die Special Edition, man kann sich danach auch die ausgelesenen Mods installieren. Das war's jetzt aber von diesem kleinen Review. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Vergiss auch nicht, das Video zu bewerten. Lasst einen Kommentar da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.